Da kommt's gerade. Komm, gib's mir direkt. Hallo. Was soll denn das? Unmöglich. Ne? So, erstmal hier auffüllen wieder. Von dem Produkt haben wir schon gar nichts, weil wir die oben haben. Dann können wir das rausnehmen, da kommt dann nachher Wasser rein oder so. Oder Brot. Ich weiß noch nicht, was wir da reinbauen werden. Wir schauen uns das Ganze mal an. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, Cola. Gut, die Kisten sehen ein bisschen gleich aus, aber ich glaube, das stört kaum. Ich hatte es eilig. Oh, wir haben da nicht freigegeben, ne? Wir haben vor lauter Supermarkt schon wieder die PCs nicht freigegeben. Dann würde ich da Brot reintun. Für 3,90. Kommt da Wasser rein. Und da die gute Cola. Wasser für 2,18. Ist nicht gerade ein Schnäppchen, aber okay. So. Snacks. Ja, was tun wir denn da noch rein? Komm. Füllen wir nochmal so weit auf. Verbleibende Position. Ach so, das ist, ja, okay. Das ist okay. So. Ihr wollt zahlen? Nee, bitteschön. Ich glaube, jetzt kriegen wir langsam Schwung in die Kiste. Jetzt geht das Ganze ein bisschen... Entschuldigung, ich wollte den Sack nehmen. Oh, das Ding ist auch noch wert hier. Was soll denn das? Unmöglich, oder? Ihre Gesundheit ist schlecht. Ja, was soll ich jetzt machen? Heulend nach Hause laufen oder was? Ah, die haben eine Vorstellung, oder? So, Dankeschön. Erforderliche Genehmigung. Jawohl. So. Was haben wir noch für Lebensmittel? Zigaretten können wir noch nicht ab Level 24. Toilettenpapier, Bleiche und so ein Mist. Das lassen wir erstmal die Finger von. Werden die einfach ins Regal gelegt? Komm, wir kaufen jetzt mal Äpfel. Gefrorene Sachen kaufen wir noch nicht, gekühlte noch nicht. Dosenkram müssen wir noch warten. Kaufen wir Bier. Da ist auch nicht mehr viel. Zwei oder noch was. Wenn der Marktleiter 1 auf die 12 bekommt. Oh ja. So schlimm ist es nicht. Aber wir müssten gleich eigentlich noch ein Regal kaufen, weil das wird wieder nicht passen, ne? 0,5er Wasser an der Tanke, was? 4,95? Ja, ich würde denen was sagen. Glaube, ich würde Leitungswasser trinken, wenn die so sind, ey. Haben wir den freigegeben? Bestimmt nicht, ne? Nein. Warum auch? Ja, den nächsten geben wir auch frei. So, die Dame kostet 180, ne, war das. Das heißt, wir sollten ein bisschen aufpassen, dass die Kohle bei uns bleibt jetzt. Können wir schon mal das hier einsortieren, was wir hier haben. Das können wir einsortieren.
Weil ich weiß nicht, ob die Kohle, wann die abgezogen wird bei der Dame. Heute gesehen auf der Raststätte. Pff, ich würde dem mal was husten. Bei 5 Euro. Ne. Da würde ich noch mal fragen, ob sie ganz dicht sind. Flasche Cola 6,80 €. Hey, die spinnen doch mittlerweile. Internetcafé. Zwei Leute warten da wieder zum Bezahlen. Ja, ich komme. Eieieiei. So. Monsterdose. 5,20. Ja, bin ich schon mit meinen Preisen hier gar nicht so weit entfernt. Oder was meint ihr? Aber sind wir doch preislich gut aufgestellt hier, glaube ich. Das können wir doch super machen, oder? Wunderbar. Ich denke, ich bin ja noch ein bisschen live, aber ich denke, wir werden auch morgen wieder live hier sein. So wie es aussieht. Dann kann ich am Sonntag die Sachen schneiden. Für YouTuber. Damit dann die Leute, die das live verpassen, dann auch noch ein bisschen was gucken können, ne? Das ist auf jeden Fall der Plan für den Kanal hier. Also wir werden öfters live sein hier. Twitch hat mich mehr als enttäuscht. Und ja, dann ist es halt, wie es ist, ne? So, geh mal weg hier. Ausgaben und Eingaben. Weg mit dir. Musst du hier auffüllen. Was ich hier noch alles habe zum Auffüllen. Aber Brot wird jetzt nicht ganz so viel gekauft, ne? Wasser. Cola. So. Da kommt jetzt einer. Jawohl. Dann kaufen wir uns wieder ein neues Regal, würde ich sagen. Rechnung. Ja, bezahle ich gleich. Wir brauchen erstmal wieder ein Supermarktregal. Und danach können wir auch irgendwann die Rechnungen. Was mache ich als Nebenjob? Ich sage mal so, es ist eine Moderationstechnik für ein, oder Moderationssache für eine Plattform, die mit Glücksspiel zu tun hat, aber die eine deutsche Lizenz hat. Und dadurch komme ich halt auf 55 Stunden Woche ungefähr. Plus das, was ich hier mache. Und das ist ja mein Hobby. Das mache ich ja gern. Das mache ich ja, ne? Das soll ja auch so sein. So, Webbrowser. Können wir die Dame jetzt bezahlen? Noch nicht, ne? Ne, müssen wir kurz noch warten. Sie haben da eine Dose verloren. Du bist sehr durstig. Kann ich nicht selber Wasser trinken? Geht das nicht? Das können wir doch eigentlich. Mal gucken. Also Brot läuft nicht so, ne? Brot läuft nicht so. Brot reicht einfach erstmal wieder. Snacks müssen wir bestellen. Und schmeißt dir alles dahin. So, und die Rechnung können wir noch nicht bezahlen. Da müssen wir noch warten, bis er jetzt
Aber haben wir keine Snacks gekauft? Ach, wir hatten das Regal gekauft und ich habe einfach erweitert, ne? So, dann haben wir nämlich hier Bier, was wir da reintun. So, dann gibt es jetzt endlich Bier bei uns. Filter löschen ist ja quasi alles, was ich jetzt noch da habe, ne? Ach so, wir müssen wieder einen freigeben hier, ne? Und jetzt mal schnell die Rechnung bezahlen, bevor die Dame hier sauer wird. Das wollen wir nicht. So. Wir wollen nicht, dass die Dame sauer wird. Du solltest eigentlich da rein, mein Freund. Ja. Gibt nämlich auch Erfahrungspunkte. Ja, also Nebenjob läuft. Alles gut. So. Wir sind müde. Wir wollen was trinken. Haben Sie mal ganz schnell. Dankeschön. Was gibt am meisten? Aber 80, ne, das sehe ich nicht ein. Lebenswert. Okay, Dankeschön. Da kann hier nichts holen, ne? Wir können hier nichts holen. So. Die zwei erstmal wieder abfrühstücken. Wir haben hier zum Glück keine Kosten für Transport, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Können maximal 500 Pakete gleichzeitig bestellt werden. Okay. Das möchte ich sehen, dass wir 500 Pakete gleichzeitig haben. Das wäre ja mal eine Hausnummer, oder? Das wäre echt mal eine Hausnummer. Jawohl, Dame, ich schalte Ihnen das schon frei. Alles gut. Wenn Sie. Bitteschön. Da liegt schon wieder Müll. So, das muss wieder ins Lager rüber. Wir haben noch Äpfel, siehst du? Wir haben Äpfel und Obst. Aber dafür brauchen wir eine spezielle Theke. Das wollte ich gerade eben gucken. Dafür brauchen wir auf jeden Fall eine spezielle Theke. Hallo, guten Tag, ich grüße Sie. So, Sie haben es eilig. Okay. Kann ich nicht irgendwie was... Schilderdesign. Ja, das hat nur Schilderdesign. Ich möchte kein Schilderdesign. Ich möchte eigentlich. Das ist ein Fachroboter. Einarmiger Bandit. Nicht genug Geld. Hauskauf. Aha. Oho, auch cool. Arbeitsbereich Upgrade. Steht aber nicht, was da drin mehr ist, ne? Das steht da nicht. Internetgeschwindigkeit 1000 ist zu teuer. Ist eindeutig zu teuer. So, Supermarktregal. Ah, hier ist Obst, ne? Da 500 und noch was. Dann müssen wir warten. Das ist mir zu teuer.
So, brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir. Also viel Kohle haben wir noch nicht. Noch nicht. Also noch einmal freigeben. Und dann füllen wir auch direkt wieder auf, glaube ich. Ja, der ist schon stinkig, dass er schon wieder nicht das findet, was er braucht. Brot haben wir nicht, Cola haben wir nicht, aber Wasser haben wir. Haben wir da zweimal Wasser rein. Und wir hatten ja zumindest ein bisschen was hier noch an Kaugummis. Und von denen hatten wir geholt, ne? So. Okay. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen was. Sehr schön. So, die Ding, die Ding. Ja, ich halte Ihnen das frei. Ja, bitteschön, Sie dürfen. Okay. 200 Dollar haben wir. Es ist nicht die Welt. Aber da holen wir uns das nächste Zeug mit. Weiß aber nicht, wir haben hier. Mal Material auswählen. Ah. Ja, kostet einiges, ne? Das ist zwar schön, aber kostet 200 pro Wand, pro Stück. Ich glaube, die spinnen wohl, oder? Ich spinnen wohl. So, dann gehen wir lieber das Lager auffüllen. Warum liefert der nicht an der anderen Seite an? Wird doch viel einfacher für uns. Aber nee. Der lässt uns lieber über die Straße laufen, ne? Eieieiei. Was soll ich dazu sagen? Am besten wieder mal nix. Am besten nothing. Aber wir können jetzt erstmal auffüllen. Und vorher Müll einsammeln, sehe ich gerade. Also hier sieht es schon sehr vermüllt aus. So, dann gucken wir mal, ob hier ja, eine Freigabe muss gemacht werden. So. Einmal sortiert. Dann sortieren wir da Wasser rein. Cola hatte ich jetzt nicht gekauft, ne? Das Bier haben wir noch. Es mangelt an Activa, es mangelt an allem. Das ist das Problem, es mangelt an allem. So, räumen wir da oben. Also Brot haben wir nicht gekauft, ne? Dann kommt hier jetzt erstmal, wir hatten doch Chips, die wir hier gar nicht gehabt haben, rein. Die Chips kaufen die nämlich wie Sand am Meer im Moment, ne? Und dann stellen wir da noch nicht im Regal. Aha. Stellen wir die noch rein erstmal. Mal aufpassen, dass ich hier nicht das Falsche drücke aus Versehen und die vermöbel. So, die zwei wollen einmal das. Jawohl. Wir haben jetzt gute 200 wieder. Im Lager verbleibend. Direkt hier wieder nachbestellen, weil das ist ja gar nichts mehr, was wir da haben. Grundnahrungsmittel, holen wir einmal die.
Oh, das muss ich aber holen hier, ne? Katzenfutter. Das brauchen wir ganz dringend. So, Alkohol. Wenn ich alles nach Order, dann bräuchte ich über 500 Ocken. Wie soll ich das denn schon wieder machen? Wir könnten jetzt noch ein paar Internettische dahin bauen. Ich glaube, das würde sogar mehr Sinn machen. Weil wir dann natürlich ein besseres Einkommen haben. Ne? Also das Einkommen bleibt dann relativ stabil. Und wir können dann weiterschauen. Also Brot. Ja gut, ich kann hier nicht alles holen. Brot, Cola. Flaschenmilch kann auch mal weg. Weißt du, warum ist die Flaschenmilch so teuer? Das ist aber eigentlich alles Zeug, was ich brauche, ne? Theoretisch. Ist da wieder einer fertig hier? Nee. So, okay. Dann brauchen wir einen Tisch. Brauchen wir einen billigen Stuhl. Monitor. Maus. Wo sind wir vom Preis her? Schon bei über 300. Nee, können wir natürlich nicht machen, klar. So, das können wir schon mal holen. So, da gibt es jetzt auch wieder Freigaben. Komm, darfst. So, sie kassiert. Ohne dass sie kassieren würde, hätte ich jetzt echt, glaube ich, ein Problem, ne? Weil das muss schon funktionieren. Also sonst könnte ich hier überhaupt nicht bauen, glaube ich. Das würde Chaos geben. Das würde ein großes, großes Chaos geben. Warum werde ich ohnmächtig? Ich brauche Ruhe. Ja, aber wo komme ich denn her? Wo wohne ich denn? Ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, wo ich wohne. Wo ist... Ach, ums Eck war es, ne? Weil ich war lange nicht mehr zu Hause. Irgendwie hier ums Eck war das? War das? Wo war das? Hier. Ja. Ich lege mich ja schon hin. Mann, bleib doch mal locker hier. Ach. Zum Glück haben die Kassierer weitergemacht. Oder die Kassiererin hat weitergemacht. Sehr schön. Guten Tag, ich bin der Wirtschaftsprüfer. Ich kenne mal die Bücher. Ah, komm, hör auf. Bücher. Ich war eben eine halbe Stunde an der ERÜB dran. An der Ertragsüberschussrechnung. Das hat mich auch schon genervt. So, die Tastatur fehlte, glaube ich, ne? Und ich glaube, die Maus hat man auch noch nicht. Dann fehlt gleich nur noch ein Rechner. So, wir füllen auf, soweit es geht. Hier können wir nochmal auffüllen. Und da können wir nochmal auffüllen. So, das gab Kohle. Der Rechner fehlt nur noch. Der Rechner ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt noch hier fehlt. Dann hätten wir drei Plätze. Dann würde ich hier langsam, glaube ich, anfangen, das Ganze zu verbessern. Ich glaube, das wäre nicht das Schlechteste, oder?
Habe ich zumindestens. So. Okay. Wenn die Rechner haben, danach wird sie bezahlt und danach wird verbessert. Haben wir eigentlich auch Diebstahl hier drin, mal so ganz unter uns. Ich scheine alle ganz normal zu bezahlen, ne? Die ist aber sehr weich, weiß, ne? Die hat gar keine Farbe im Gesicht. Ah, je. Was soll ich dazu sagen? So, wir haben genug Geld für den Rechner. Den holen wir uns jetzt schnell. Und der, aber wir machen wieder hier so zack. Und der Rest geht dann gleich. Warum ist denn die verärgert? Keine Ahnung. Der Rest geht dann gleich in das Thema Rechnung rein. Das Bier hier läuft anscheinend nicht. Kann das sein? Oh, ein bisschen Preiswetter. Machen wir mal ein bisschen Preiswetter einfach. So, da eine Freigabe. Ja, bitteschön. Hier liegt wieder Müll rum. Warum auch immer hier zerbrochenes Glas liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß nicht, warum man hier einfach immer zerbrochenes Glas hinlegt. Oh, ja, ja, kommt der nächste. Komm, ich muss den Dings, den Tower noch aufbauen. Das ist kein Pentium, das ist ein bestimmten 386 DX33 aus dem Jahre 1993. Mehr kann das nicht sein hier. Aber passt schon irgendwie. Muss ja. Muss ja irgendwie, ne? So, jetzt lasst mal gucken. Okay, es gibt Qualitätsstufen. Ach so, da sitzt einer. Gar nicht gesehen. Das heißt, am PC 3, da müssen wir mal gucken. Ja, PC 2 auch. Jawohl, dankeschön. Müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze noch verbessern. So, kann ich die Rechnung zahlen? Nee, noch nicht, aber gleich. Pentium 2 war kein schlechter Prozessor, ja. Also ich kriege demnächst, so wie es aussieht, einen Ryzen 7 mit 12 Kernen. Weil ich das unbedingt brauche für das, was ich hier mache. Marktpreis. Komm, ich mache jetzt 2,99. Ich will, dass sich das hier schneller dreht. Mache ich lieber ein bisschen weniger Gewinn und dafür dreht sich das Ganze aber viel besser. Haben wir doch dann wesentlich mehr von, oder? Oh, jetzt habe ich das Regal schon wieder in der Hand. Passiert mir bei jedem Spiel, ne? So, Rechnung. Ist die Dame nämlich auch bezahlt?